Okay, jetzt gehen wir noch ins Deck rein, machen wir noch ein paar Aufwertungen. Brauche drei Stück. So, die kriege ich relativ schnell zusammen. Auch wenn ich jetzt nicht viel. Oh, den Henk können wir auch noch rausschmeißen. Den Henk können wir rausschmeißen. Dale können wir rausschmeißen. Ja, den Bill will ich eventuell noch mal pushen und kombinieren. Das weiß ich noch nicht. Die Kostümkarte kann definitiv weg. Ja, das Lady Wrestling. Viele Kombos habe ich jetzt mit der? Vier aktuell. Und Stan. Naked Tug of War mit Bob. Trainingspartner. Und die Flügelmutter Amy, die ist natürlich auch cool. Also macht auf jeden Fall Sinn. Na, was ist denn jetzt? So, das Pimperoo wurde mir gesagt, soll ich auch mal austesten. Oh. Sportkarte. Das da wäre die Tom Landry Middle School. Eine Schulekarte. Ja, was machen wir, was machen wir, was machen wir? Was kann ich jetzt eigentlich mit dem Pimperoo inzwischen machen? Also Pimp Peter, Girl Next Door Stewie, der geheime Asiate, Burger und Fritten Jean, Disco Dale, Teufel Hank. Okay. Yo Disco, Yo Disco. Ich mache jetzt erstmal hier eine Aufwertung. Einmal. Zweimal. So. Dauert noch ein bisschen, bis ich die soweit habe. Ja. Dann machen wir jetzt hier nochmal irgendwo von mir aus bei dem. Francine sollte ich doch auch mal irgendwann ausprobieren, habt ihr gesagt. Gell? Machen wir doch das mal. So, dann habe ich meine drei Aufwertungen. Ja. Damit habe ich meine 10 Gems. Jo, da sind wir wieder bei 20.000. So. Gucken wir nochmal in die Gilde rein. 429. Hey, Tetsuo. Wow, bald schon 15 Cups, ne? Brutal. Hey. Auch schon Level 12. Vier Sinsen. 652 PvP-Siege. Schon mal gucken. Ah, vor 9 Stunden gab es neue Unbeliever Fiesen. Ich habe mich schon gerade gewundert, kenne ich gar nicht. Courtney Carlos G 1432. Okay. Gucken wir uns mal die neuen Leute an.
Gejazz, 187. Jazeps, 636. Apples and Pie. Big Poopy. Viju. 1. Big Daddy. 882. Hero. 803. Tampi. Lafeur. Das Feuer. Eweezy. Ethan S271. Bullhead. Ich finde den Namen so cool, ehrlich. Bullhead. Echt cool gemacht. Nacho. Tristan. Auch sehr, sehr starker Spieler. Jessica. Orr. Graf Hubertus. Rudingi. Alex. Ja, Mann. Nero. Auch einer der starken, der ganz starken Spieler. Kellen Pruitt. Daniel S6156. Ja, die ersten haben es jetzt auch tatsächlich schon geschafft, alle Inseln auf Gold zu spielen. Also heute kam die Meldung von Tetsuo, dass er es jetzt geschafft hat. Ich frag mich, was ist das Leben nach den Abenteueraufgaben, wenn man alles auf Gold hat? Wo sind die Herausforderungen? Macht das Leben noch einen Sinn? Ja gut, er will jetzt erstmal die Charakter auf, oder beziehungsweise einen Charakter auf Stufe 10 bringen. Das ist dann wohl die Tina, so wie ich es verstanden habe. Naja, da hat er gemeint, er ist auch die nächsten 3 Jahre mit beschäftigt. So, 558. Backbiene, Nati 14 und 473. Leakil ist momentan sogar aktiv. Okay. Zombie. Daniel. Okay. Call me episch. Clemens. Max Buttrick. A55 Webs. Unbeliever. Okay, ist jetzt momentan auch aktiv. Und Carlos G1432 ist momentan auch aktiv. Er hat bald seinen sechsten Cup zusammen. Null legendäre Karten. Auch null legendäre Karten. Okay. Ja, alles klar. Damit haben wir jetzt momentan 50 Aktive, gell? Ja, cool. Nice. Bin mal gespannt, wie weit wir noch kommen. Also 429 Cups. Das ist meine Ansage. Und das, obwohl wir uns jetzt nicht zur Elite-Gilde gemacht haben. Gibt's ja auch Gilden. Da wird ja ständig das Mindestlevel angehoben. Na, wofür? Funktioniert auch so. Cool. Ich freue mich. Alles klar. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss.